Hier ist deine Mami. Eddie, denk nicht nur an Fußball. Tu mir doch den Gefallen und leg ab und zu mal etwas zur Seite. Eddie, denk an die Zukunft. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, man muss zufrieden sein, wenn man sieht, wie wir gespielt haben. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir sofort von der ersten Minute umgesetzt. Ja, wenn man sieht, erste Halbzeit hatten wir schon zwei, drei Riesenchancen, können früher in Führung gehen. Und ich denke, im Ganzen war das ganz, ganz verdienter Sieg. Und ja, wie gesagt, das ist einfach toll, wie sich die Mannschaft von Woche zu Woche entwickelt. Und auf sowas muss man stolz sein. Zweiten Halbzeit habt ihr euch so ein bisschen zurückgezogen? War das Stärke von Berlin? Oder? Ich habe nicht gesehen, dass sie einmal aufs Tor geschossen haben oder bei uns gefährlich geworden sind. Also 90 Minuten nur hinterher zu rennen oder Pressing zu spielen, ist es nicht. Man muss variieren und das haben wir gut gemacht. Wir haben dann Anfang der zweiten Halbzeit kompakt gestanden, haben wir den Gegner kommen lassen. Wir hatten zwei, drei Kontermöglichkeiten, hätten besser vielleicht früher zum Abschluss kommen können. Und ich denke, im Ganzen, wie gesagt, war das verdiente Sieg. Es ist Zweitligisten, der Fußball spielen kann, aber wir haben heute Paroli geboten und ich denke zur rechten Runde weiter. 13 Spiele in Folge, ohne Niederlage. Jetzt am Sonntag die Auslosung. Wer soll Kickers Offenbach momentan noch stoppen? Selber. Also wir können uns im Moment, glaube ich, nur selber stoppen, weil man sieht die Entwicklung, wo die hingeht. Und ich bin froh, dass wir nicht abheben, dass jeder mal mitzieht. Wenn man sieht, Stefan Vogler letzte Woche schon gegen Chemnitz, kommt der Junge rein, ist sofort da präsent. Und für ihn natürlich und Fetschi auch, der letzte Woche Chancen hatte, freut mich unheimlich, dass sie getroffen haben. Man sieht, wie wertvoll die Leute auch, die hinten dran sind, so wie Stefan Vogler ist. Ihr seid gleich zu Fetschi hingerannt beim Tor und dann auch natürlich direkt nach Spielende. Ich glaube, das war auch wichtig für ihn nach dem Spiel gegen Chemnitz, wo er so viele verballert hat. Ja, in erster Linie war es für uns alle wichtig, dass er das Ding reingemacht hat. Und natürlich freut man sich, er ist dafür da, Tore zu schießen. Und natürlich ist es nicht einfach, wenn man zwei Spiele gegen Chemnitz drei Riesenchancen hat und kein Tor macht. Also da arbeitet schon im Kopf. Man hat es gesehen, in der ersten Halbzeit hat er eine Möglichkeit. Und daher freut mich sehr, dass er getroffen hat. Die Jungs machen das schon gut. Denke ich, ein sehr ordentliches, gutes Spiel abgeliefert und haben hinten keinen zugelassen und vorne dann zwei schöne Tore gemacht und super auch von hinten rausgespielt. Und klar muss man das strahlen. Also wir sind ins Achtelfinale eingezogen und freuen wir uns natürlich riesig. Da hinten draußen tobt der Mob. Was ist denn das? Da läuft einfach eiskalt den Rücken runter, oder? Ja, wir freuen uns, dass so viele gekommen sind, auch bei den Witterungen. Und jetzt haben wir vor Weihnachten noch ein Spiel, da wird es wahrscheinlich genauso kalt. Aber dann hoffen wir auch jetzt schon in den Spielen, dass die Jungs und Mädels kommen, dass die Fans uns so unterstützen wie heute und deswegen freuen wir uns natürlich da riesig. Hast du damit gerechnet, dass Union Berlin, hätte damit rechnen können, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt, oder? Ja, man muss bedenken, wir sind auch in der dritten Liga, wir sind auch Vollprofis, also so ist es auch wieder nicht. Ja? Klar spielen sie eine Liga über uns, aber genau da, ja, wir wollen da auch hin, das wissen wir alle. Aber trotzdem ist nicht so viel Unterschied zwischen der dritten und zweiten Liga. Und wen darf es denn jetzt so sein fürs Achtelfinale? Wunsch? Darf es für dich der FC Bayern sein? Ich wünsch mir immer den FC Bayern, also vor dem her. Also nach jedem Sieg im DFB-Pokal werde ich das gefragt und deswegen bleib ich auch sehr gerne dabei. Und irgendwann kommt es soweit. Hoffen wir es. Danke. Was? Ist es sehr schwer oder deiner Meinung nach leichter als erwartet? Leicht als erwartet. Kein Spiel ist leicht. Ne? Und man hat es gesehen, dass wir
in der ersten Halbzeit ein paar Problemchen hatten. Und haben wir bravourös gemeistert und das war sehr gut, dass wir mit dem 2-0 in die Halbzeit gingen. Die hatten noch kurz vor Schluss der ersten Halbzeit eine große Chance und das war immens wichtig. Und dann natürlich in der zweiten Halbzeit haben wir unser Spiel abgeliefert wie sonst, haben wir natürlich versucht, die Konter zu starten. Und dadurch haben wir natürlich das erste Tor gemacht und natürlich das zweite durch Vogler, was überragend war, gerade zu dieser Phase, kurz vor Schluss. Und das war ja, verdient, muss man sagen, und schön. Ihr habt insgesamt relativ wenig zugelassen gegen eine höherklassige Mannschaft, oder? Ja, wir standen kompakt, wir haben um jeden Zentimeter gekämpft und wir waren sehr stabil hinten, haben wir alles weggeräumt, was vom Tor kam, um natürlich die Null zu halten. Da kann man nicht meckern, ja. Die Kulisse und Atmosphäre auch nicht heute, oder? Das war klasse, wirklich. 12.000, ich dachte, vielleicht kommt ein bisschen mehr, aber dann halt in der dritten Runde. Dann wird es vielleicht ausverkauft. Muss sein. Wie war das 1-0? Erzähl mal. Ja, wir spielen, sag ich mal, einen richtig guten Konter. Rechts spielen die Jungs den Nico frei. Er spielt direkt auf mich in die Mitte. Ich nehme ihn an. Gut, sehe das Tor, sag ich mal, nicht genau. Will einfach aus der Drehung nur das Tor treffen. Der Abwehrspieler fälscht ihn noch ab und geht ins kurze Eck. Ich will jetzt hier nicht den Miesmacher spielen, aber nach dem Chemnitz-Spiel standen wir hier und haben über vergebene Chancen gesprochen. Dann ging es eigentlich ja in der ersten Halbzeit ähnlich los. Kopfball relativ unbedrängt daneben. So, und ja. Dann fängt man an nachzudenken? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Nachgedacht habe ich da überhaupt nicht. Ich meine, wie gesagt, gegen Chemnitz war, sag ich mal, auch das Pech da. Und ja. Und das Pech, was ich gegen Chemnitz hatte, war heute wieder andersrum. Ich sag mal, das Glück war dann heute wieder da mit dem abgefälschten Ball dann vom Verteidiger. Und nach dem Spiel standst du dann auch nochmal im Mittelpunkt, im Kreis, in der Mitte drin. Was war das? Gangnam, oder? Ja, das war der Kickax Gangnam-Style. mit Stefan Vogler, glaube ich. Genau. Wir beide wurden in die Mitte gerufen. Ja. Dann wurden wir aufgefordert, irgendeinen Tanz vorzuführen. Ja, und dann bin ich halt auf den Gangnam-Style gekommen. Also, okay. Nee, warum denn? Hätte mich gefreut. Hast du den abgeguckt von Adam Schalay? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich gar nicht gesehen, dass der ihn auch gemacht hat. Ja, der ist weltberühmt. YouTube ist der zu sehen. Ja, aber nicht der Gangnam-Style, oder? Doch. Der ist doch jetzt erst vor kurzem durch das eine Lied bekannt geworden. Ja, der macht das. Ja? Ja. Okay, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht gewusst. Das ist von dem südafrikanischen Rapper Psy. Okay. Ja. Jetzt erfahre ich hier ganz neue Sachen. Ja. Wie war das kurz vorher? Da hat die halbe Mannschaft auf dir drauf gelegen, oder? Ja, hat Luft bekommen. Ja, muss man sagen, hat zum Teil wehgetan dann, weil es immer mehr wurden und der Druck war da. Aber ich meine, in dem Moment macht man sowas gerne. Nimmt man es gerne auf sich, den Schmerz. Was ging danach ab im Stadion? Vielleicht kannst du noch mal kurz so in deinen eigenen Worten schildern. Ja, das war natürlich sensationell. Also das ist überhaupt das ganze Spiel, das Feeling und die Atmosphäre, wie die Fans uns angefeuert, angepeitscht haben, nach vorne getrieben haben. Und von daher, wir wünschen uns natürlich öfter Spiele oder Heimspiele vor so einer Kulisse. Und das ist einfach, das ist geil. Für sowas träumt eigentlich jeder Fußballer, wenn wirklich so eine Atmosphäre herrscht. 2-0 gegen Fürth, jetzt nochmal 2-0. Wer wird in der dritten Runde 2-0 besiegt? Ja, ich muss erstmal sagen, oder wir müssen erstmal gucken, wer heute, ich weiß gar nicht, wer heute alles schon die nächste Runde erreicht hat. Manche Spiele laufen ja jetzt erst um 8:30. Ja, müssen wir mal schauen, wer da alles weiter ist. Mir ist es eigentlich egal, jetzt nach dem gestrigen Ergebnis hat man ja eigentlich gesehen, dass jetzt die Top-Favoriten oder die Favoriten jeweils gewonnen haben. Heute auch, oder? Heute auch, weiß ich jetzt nicht genau. Ihr habt doch gewonnen. Wir haben gewonnen, ja. Aber die anderen, sag ich. Braunschweig geht leider nicht mehr, ja, hätte ich mich eigentlich gefreut, aber gut, wer ist denn noch drin? Keine Ahnung, ist eigentlich egal. 60 wäre was, warum nicht? 60 wäre ganz schön gegen alte Kollegen.
Ja, KSC habe ich jetzt gesehen, hat auch 1-0 gewonnen, ne? Gegen Duisburg. Ist auch möglich, ja. Oder ist es jetzt freies Los dann in der dritten Runde? Nee, noch nicht. Ich glaube noch nicht, gell? Ich glaube, wir haben dann nochmal Heimrecht, kann das sein? Ihr habt immer Heimrecht. Ja, immer? Ja, außer gegen Drittligisten. Außer im Finale, dann müsst ihr nach Berlin. Damit das stimmt. Ja. Machen wir gerne nach Berlin dann. Ja, und jetzt dritte Pokalrunde, Ende Dezember. 18.19. Ja. Im Winter. Ja. Ist es ein Antrieb nochmal oder ist es auch eine Zusatzbelastung, die vielleicht auch ein bisschen ablenken kann, wenn jetzt nicht super loskommt? Ich würde auf jeden Fall sagen, ein Antrieb jetzt gegen Darmstadt, wenn die Fans kommen. Und dann pushen die uns richtig und dann sind wir in einer guten Euphoriewelle, denke ich mal. Also wir sind auf einem guten Weg. Das nehmen wir auf jeden Fall positiv mit und dann schauen wir mal, was wir für einen Gegner kriegen. Vielleicht kommt ein guter, vielleicht kommt ein Bundesligist. Ja. Was wäre denn ein guter Gegner? Ja, Dortmund, Schalke oder Bayern. Keine Ahnung, sowas wäre schon mal schön. Der OFC-Geschäftsführer, aber nur noch ein paar ganz, ganz wenige Stunden. Der hat ein breites Grinsen im Gesicht und der hat ja nicht nur heute gefeiert, sondern auch zuletzt einen Riesenlauf gehabt. Versöhnlicher, schöner kann man ja gar nicht abgehen beim OFC, oder? Ja, ich bin hochzufrieden. Also ich sag mal, das, was die Mannschaft in den letzten Wochen sich erarbeitet hat und wie sie auch aufgetreten ist und wie sie auch heute das Pokalspiel gewonnen hat, das war schon sehr, ja, macht mich schon ein Stück stolz, auch ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein. Und ich wünsche einfach Ari und der Mannschaft, ich habe mich eben bei der Mannschaft verabschiedet, wünsche ich einfach alles Gute, dass sie eben diese erfolgreiche Spur, die sie gerade gefunden hat, dass sie die weiterverfolgt. 16 Jahre, das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Da gab es unheimlich viel. Was waren denn so die Highlights oder die Tiefpunkte, die so besonders bewegenden Momente? Ach nee, die Highlights waren mit Sicherheit der Flutlichtausfall. Ich habe das auch vorhin schon mal gesagt in so einer kleinen Verabschiedung. Wie das Flutlicht ausgefallen ist, stand Klaus Gerster neben mir und hat dann zu mir gesagt, das muss kein Nachteil für uns sein und hat so ein bisschen den Finger gehoben. Also das ist natürlich auch rückblickend betrachtet, wenn man sieht, was dieses Ergebnis oder was dieses Wiederholungsspiel dann für sportliche Konsequenzen auch für Kickers Offenbach hatte. Wir sind damals in die Regionalliga aufgestiegen, sind im ersten Jahr gleich in die Aufstiegsrunde gekommen. Und so gibt es halt wahnsinnig viele Situationen. Dieses wahnsinnige Elfmeterschießen 2005 in Rostock, wo Sead Ramovic die rote Karte im Elfmeterschießen gibt. Sieger im Tor. Das Sieger im Tor, das sind halt alles Dinge, die vergisst man natürlich nicht. Und die werde ich mir auch gut behalten. Ich habe viele, viele Freundschaften hier gefunden in dieser langen Zeit und das werde ich mir einfach behalten. Wir als Team vom Fanradio wollen dir nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Nicht nur für deinen ganz hervorragenden Job, den du in den letzten 16 Jahren gemacht hast, sondern auch für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit. Das hat uns, das, was die Fans ja an uns schätzen, wofür sie uns feiern, es leicht gemacht, dass es eben so leicht ging, weil wir eben so einen Geschäftsführer hatten, der uns da auf Augenhöhe gesehen hat und wir haben uns gefühlt, als ob wir auch zur Mannschaft gehören. Also ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite her. Ich habe im Endeffekt das weiter fortgeführt, was Thomas Kalt ja in seiner Zeit auch hier gemacht hat. Ich meine, für ihn gilt das genauso. Und von daher ist es natürlich schön, dass beide Seiten davon profitieren. Und wenn die Fans es auch gut finden, dann haben wir alle was davon. Jetzt gab es auch so ein paar Geschichten, die keiner so richtig weiß. Du bist als, ja, wie soll man sagen, treuer Denker, Lenker, Buchhalter, Lizenzbeschaffer und so weiter bekannt. Aber auch da hat niemand so richtig gesehen, was du gemacht hast. Was zum Beispiel die wenigsten wissen, dass du auch richtig fanatisch Fan bist, wie es fanatisch eben schon sagt, vom OFC. Und von keinem Geringeren als von dir stammt zum Beispiel der Text von Forever OFC. Das haben wir heute gesteckt bekommen von dem, der sie gesungen hat, die Hymne, vom Andreas Mengler. Und wir haben das in der Live-Reportage, haben dich da nochmal richtig gefeiert für. Also da warst du ein bisschen sehr bescheiden, hast das nie so irgendwie nach außen gekehrt. Ja, so war meine ganze Zeit. Also es waren keine 16 Jahre, es waren 16 Jahre und 5 Monate. Ja. Und ich habe viele Dinge in dieser Zeit gemacht und für mich ist es eigentlich immer nur erfolgreich, wenn die Produkte bzw. wenn die Dinge, die wir angefangen haben, wenn die auch angenommen wurden. Ich freue mich heute genauso, wenn ich irgendwelche Fanartikel sehe, die ich irgendwann mal mitgestaltet habe oder mitentworfen habe. Genauso wie Aktionen wie jetzt das Kickers Brunch, was ja auch eine Idee von mir war, wo 270 Leute begeistert waren am vergangenen Sonntag im Businessbereich mit der Mannschaft zu brunchen. Das sind alles Dinge, da freue ich mich einfach, weil ich sehe, dass die Sachen aufgehen und dass dadurch auch eine Stimmung im Umfeld erzeugt wird, die einfach auch Spaß macht allen Beteiligten. Vielen Dank, Jörg Hambiger. Es war eine große Ära und ja, ich hoffe, wir sehen dich ganz bald wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Pokalspiel Kickers Offenbach gegen Berlin. Davor stellen die beiden Trainer.
Liebe Neuhaus und Radio Talent. Neuhaus, das erste Wort hier an diesem zum Spiel, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Kickers, Glückwunsch an dich, Ari. Ihr habt es heute absolut verdient über die bessere Mannschaft. Ihr habt das Pokalspiel als Pokalfight angenommen, das haben wir nicht gemacht. Und deswegen muss man ganz eindeutig sein, es hätte keinen anderen Sieger geben dürfen. Ja, die Enttäuschung ist für mich riesengroß, für mich die größte Enttäuschung, wenn ich mich Trainer beim 1. FC Union bin. Und ja, wir werden nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Der Stachel sitzt schon sehr tief und deswegen möchte ich auch heute nicht mehr dazu sagen. Trotzdem dem UFC zu gratulieren und mir meine Gedanken machen zu dürfen. Vielen Dank. Ari, wie groß sind deine Glücksgefühle nach diesem Spiel? Ich glaube, dadurch habe ich alles verschwommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich klar bin ich glücklich. Also wenn es ein Glücksgefühl gab, dann war es auf jeden Fall, nachdem er endlich mal abgepfiffen hat oder war ein paar nervenberaubende Sachen dabei. Aber diesmal als Trainer und es geht nicht anders. Ich glaube, wir sind noch 12.000 dabei, die das auch das Gefühl haben, pfeift das Ding endlich ab. Aber ich glaube, der Uwe hat es ja gerade richtig genannt. Ich glaube, wir waren heute sehr diszipliniert über das ganze Spiel. Und das war eine richtig gute Leistung von uns gegen einen Gegner, der uns trotzdem in der zweiten Halbzeit das Leben sehr schwer gemacht hat. Also wir waren kurz davor das Gefühl, dass wir vielleicht ein Gegentor bekommen durch die lange Bälle. Und ja, wir haben uns gewehrt, den eine Chance gesucht und den haben wir bekommen, auch wenn ein bisschen abgefälscht wird, aber das gehört nun mal dazu. Und dann zum Ende hin, ja, ich denke dann, wenn man über 90 Minuten unsere Leistung sieht, ja, Hut ab, Kickers Offenbach, das habt ihr euch wirklich gut verdient. Danke. Vielen Dank, Ari. Gibt es Fragen? Dann würde ich Ihnen eine kurze Wortmeldung. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen noch mitteilen, dass die Auslosung der nächsten Runde, also des Achtelfinals, am kommenden Sonntag im Rahmen der ARD Sportschau ab 18 Uhr stattfindet. Und ja, zum Abschluss auch noch die anderen Ergebnisse von heute Abend, soweit sie vorliegen. Karlsruher SC gegen den MSV Duisburg 1:0. VfB Stuttgart gegen St. Pauli 3:0. Bielefeld gegen Leverkusen ist zurzeit in der Verlängerung. Aktueller Spielstand 2:3. Und zur Halbzeit Hannover 96 gegen Dynamo Dresden 1:1. Bayern München gegen Kaiserslautern 1:0. Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach 0:0. Und VfL Wolfsburg gegen den FSV Frankfurt aktuell 0:0. Ja, ich darf mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Berlin wünschen alles Gute für die weitere Saison der zweiten Liga und jetzt erstmal eine gute Heimreise. Ihnen noch einen schönen Mittwochabend. Dankeschön.